Hallo und willkommen zurück zu einem neuen Video von mir. Heute gibt es mal was ganz anderes und zwar haben wir das auch jetzt mit dem Handy gefilmt, ganz einfach, denn wir färben heute meine Haare und es ist eine ganz besondere Veränderung, auf die ich mich eigentlich schon 5 Monate vorbereite, weil ich nicht bereit dazu war, beim Blond herzugeben. Aber ja, jetzt ist es soweit. Ich werde es wahrscheinlich nicht länger wie 1 oder 2 Monate haben, aber es wird pastell-lila. Und wir nehmen euch mit, was ich so benutze, vielleicht so Empfehlungen. Ich werde euch auch die Produkte unten verlinken. Und dann, ja, geht's jetzt auch schon los. So Leute, ich hatte jetzt gerade schon meine Ansatzfärbung drinnen, also meine Ansatzblondierung. Und die werde ich jetzt auswaschen. Ich wollte euch nur ganz kurz ein kleines Update geben. Jedenfalls mache ich das auch jedes Monat ganz normal und dann kommt noch eine Tönung drüber, 9,54 und 9,51 gemischt oder je nachdem, auf was ich Lust habe. Aber in dem Fall machen wir dann das Lila drüber und jetzt werde ich es einfach mal auswaschen und dann föhnen und dann sehen wir uns dann wieder. So, meine Lieben, das ist jetzt der Zwischenstand. Ich habe jetzt die Farbe schon oben, also die Tönung. Und ja, jetzt warten wir mal ab und dann wasche ich das aus. Dann zeige ich euch das Ergebnis. Es wird auf jeden Fall nicht so stark sein. Aber ich habe dann noch ein Shampoo und das wird dann sich aufbauen. Von Mal zu Mal. So, ich werde das Ganze jetzt auswaschen und zwar mit diesem Shampoo hier von Schwarzkopf, das Blonde Me Lilac. Und dann werden wir mal sehen, wie das Endergebnis aussieht. So, Leute, ich habe es jetzt mal ausgewaschen mit dem Shampoo. Und ich muss sagen, ich bin sehr zufrieden. Es gefällt mir. Das fertige Endergebnis. Ich dachte mir, ich zeige es euch noch einfach so bei professionellerem Licht, bei meinen Softboxen, weil da sieht man dann auch die Farben und so ein bisschen schöner. Und ja, ich habe ja während dem Video nichts geredet. Wir haben da wahrscheinlich Musik eingeblendet, weil ja, das dauert einfach so unfassbar lange. Also ihr habt da einfach einmal komplett Ansatzfärben, dann auswaschen, föhnen, dann einmal komplett genau die Tönung drauf, waschen, föhnen. Und es dauert einfach, keine Ahnung, um die 2, 2,5 Stunden alles. Und deshalb dachte ich mir, lege ich da einfach Musik drüber und nehme euch ein bisschen mit. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und ja, ich habe es wirklich getan. Ich habe jetzt, ja okay, sie sind auch grau gemischt. Also wir haben es wirklich nicht so intensiv gemacht. Aber man sieht auf jeden Fall auch hier im Ansatz, dass dieser lila Ton da ist. Und beim nächsten Mal machen wir dann noch ein bisschen intensiver. Und ich muss mal schauen, wie lange mir das gefällt. Aber zum Beispiel in Kombi mit so einem Oberteil finde ich schon richtig cool. Und es ist mal was anderes. Also ich war ja immer Platinblond, schon jahrelang. Keine Ahnung, ich war schon immer blond. Also ich habe es mir schon immer gefärbt. Deshalb brauchte ich jetzt mal wieder eine Farbe rein. Und ja, und dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.